Ich bin ja auch generell so ein sportlicher Typ, oder? Chat, würdet ihr das auch sagen? Sagt nichts Falsches, ich bann euch, ne? Bin heute ein Bannlor, ne? Taito und Pinguin. Pinguin haut aber ab. Flame ist da. Nein! Camps war an! Camps war an! Du standst an den Camps? Jo! Ja, okay, danke. Wie müssen wir voten? Will derjenige sich selber äußern? was? HFX! Die Camps waren an! Scheiße, ne? Also Apex, wenn du mir sagst, Hahn war's, glaube ich dir. Zweite Post ist auf jeden Fall Wölfchen. Pass auf, folgende Situation. Ich war in den Camps, hab den Kill aber nicht gesehen. Ich habe jetzt geblufft, der hat sich Gott sei Dank trotzdem verraten. ich war mit der Kameraperspektive auf Pinguin, Taito und Office. Schön, perfekt, du fickst jetzt trotzdem. Ich hab mich nicht geblufft, ey. Bait ausgeworfen, Bait geschluckt. Hahn, ich schwör's dir. Gib Drache. Nee, so nicht. So nicht, Jung. Boah, Gott sei Dank kannst du dich verraten, also Alter. Ich finde, das sollte als Clip noch. Geil! Das dürft ihr wirklich mal klippen. Das dürft ihr klippen. Ohne Scheiß. Make me famous. Hypex, ich habe deinen dreckigen, behaarten Arsch überführt. So ein Ding ist das. Moin, ja, Sani, hoffe, euch geht's gut auf Set Verlauf. Kleiner Einspieler, wie immer, ihr kennt das ja inzwischen. Habe ich hier einen sahnigen Crewmate Speedrun für euch. Ne, da haben wir die Imposter ganz, ganz schnell überführt. Und zusätzlich dazu noch eine Imposter-Runde mit einer Viewerin von mir, der Wölfchen. War super nice Runden, as always. Und Leute, falls euch das Video gefallen hat, ne, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Comment da. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Haut rein. Fabi! Komm, Fabi, willst du jetzt mitmachen? Komm doch mal bei die Oma. Komm doch mal bei die Oma. Du bist der Oberditcher. Du bist jetzt erstmal ruhig. Komm doch mal bei die Mutti. Jo. Ich glaube, Braun hat ein DC. So, Flame ist gerade vor mir gewendet. Ja, aber ich glaube, Braun hat ein DC, deswegen. Weil er wurde mir direkt, er wurde auf Lifeline nicht rot angezeigt, sondern schwarz. Grau. Okay. Hä, aber du hast doch gerade, Moment mal, du hast doch gerade eine Leiche reported. Ich hab die Leiche ja noch reported. Gewendet. Weil die Leiche liegt ja dennoch da. Nee, jetzt mal, okay, eins nach dem anderen. Wieso glaubst du das? Also, trollst du jetzt oder ist er wirklich gewendet? Nee, der ist gewendet gerade. Warum? Das ist ein Troll nebenbei. Ich stand die ganze Zeit an der Lifeline. Also, ich war in den Camps, ich habe tatsächlich die Leiche gesehen. Die ist nämlich oben rechts bei Dings. Genau. Und ich habe auch Flame hochlaufen sehen von Dings, von Lifeline. Also, das, was er sagt, stimmt auf jeden Fall. Ich war aber auch erst später, muss ich fairerweise sagen, an den Camps. Also, jetzt gerade vor. 5 Sekunden, 10 Sekunden. Ich bin direkt nach Lifeline gerannt, nebenbei. Stand da auch während Lights Out. Und wie gesagt, ich habe Basti gerade nicht rot gesehen, sondern grau. Als wenn der Kill schon eine Runde her ist. Okay. Er war gerade noch in Admin. Ich war nur Lifeline. Ich war Weapon. Ich war in Spassy. Mit dunkel. Mit mir. Ja. Und wer war denn noch? War ich Flame. Humming war da. Ich stell mich gleich für den AFK beim Button und dann schießt du mich ab. Okay, Flame. Hör mal, jetzt mal. Also, ich will jetzt mal eben ganz kurz erklären. Hypex, wo hast du ihn denn angeblich wenden sehen? Neben Lifeline. Das kann man. Ich wollte sagen. Ja, links im Office. Mhm. Wie kommst du darauf? Ich bin gerade vom Specimen rausgelaufen und Flame ist einfach gewendet. Ist gerade rausgelaufen. Hä, warte mal, du meinst unten links an Admin oder was? Ja, genau. Gut, dass ich da gar nicht war. Ist das... Hä? Hast du ihn da gesehen, Flame? Nein, ich habe niemanden da gesehen. Ich bin direkt am Anfang runtergelaufen. Hat er nicht gesagt, dass er den getötet hat und dann Self-Report gemacht? Nein. Ja, das war ein Joke. Wo liegt nochmal die Leiche? Oben beim... zwischen Öl und der... wie heißt das? Okay. Orange, grün,
Lila, okay. Wieso bin ich denn da nicht auf Flame gegangen? Hä? Hm. Drei Lab, ein Office Storage. O2. Zwei Lab. Das sind Ewigkeiten in einem Storage. Langsame Runde bis jetzt, ne? Hallo, Flamus Kosove. Die Leiche liegt in O2. Ich habe gerade mit ihm, also ich habe Wasserräder gemacht und er hat Wasser aufgefüllt. Und dann liegt er direkt vor der Tür, raus von O2. War jemand Lifeline? Ich bin ja gerade nur vorbeigerannt, einmal geguckt. Der Kill ist mit Lights aus, schätze ich, passiert. Also müsste sehr frisch sein. Also ich bin dann ins linke Rad gegangen und da war er noch nicht fertig mit dem Wasser auffüllen. Dann raus. Ich habe noch mein Rad fertig gemacht und darf ich kurz was sagen? Mhm. Ich meine, als ich aus Weapons rausgekommen ist, ist mir auch eine Farbe in meinem Lichtpegel gecrossed. Die kam auch in Richtung aus Richtung O2. Also ist jemand quasi. Okay, wo ist der Kill passiert, Tanabi? Also O2, okay, aber wo genau? Da wo man Müll rausbringt, ein bisschen da drunter. Also Richtung am unteren Ausgang. Ja. Boah, das Ding ist halt, ich habe Pinguin als letztes gesehen, dann ging Lights aus, dann war ich komischerweise alleine da, also ich bin jetzt gerade noch alleine im Lights. Und Pinguin, wo bist du denn nach Comms? Da habe ich dich das letzte Mal gesehen. Ich glaube, relativ unmittelbar danach ging Lights aus. Ich war nicht in Comms drin, ich wollte an Comms vorbeilaufen, ich bin an der Tür hängen geblieben am Rahmen, weil ich dann links an Comms vorbeilaufen wollte und bin links hoch an Dings vorbei, an Communications vorbei, wollte in Laboratory laufen, weil ich noch meine Gläser abholen kann. Dann ging das Licht aus, da ist durch meinen Lichtkegel von rechts, ich glaube Chico war das, durchgelaufen. Wir sind dann jetzt zusammen, jetzt kurz vor Electrical, kurz vor... Also ich weiß auch, dass Chico rechts von Lifeline stand, wo ich vorbei bin. Ich habe zwei Susses. Einen würde ich jetzt auch hier voten. Ich habe gerade, wie ihr mitbekommen habt, Hypex gewartet, weil ich habe gedacht, der trollt. Da er jetzt allerdings tot ist, hat er eventuell wirklich recht gehabt und Flame ist gewendet. Also Flame hat den Kill. Flame hat den Kill definitiv nicht gemacht. Ich glaube, es war Pinguin, ist nur eine Vermutung. Aber bevor jetzt hier noch was mehr passiert und Hypex sich aufregt, würde ich. Weiß und Lila. Ja, Weiß und Pink, das Pinguin. Das Pinguin da. Ich habe geskippt. Weil ich glaube nicht, dass Flame ist. Bei wem soll ich mein Prime lassen? Okay. Call ist Ballsy. Ich würde hier Hahn rausvoten. Warum? Auf keinen Fall. Absolut. Weil. Doch. Erste Runde, es ist ein 50-50 anscheinend zwischen Hypex und Flame. Ja. Er hat alle Votes aufgezählt, die Flame gewotet haben. Und er hat selber Hypex gewotet. Jetzt
Oder Hypixel. Ja, ist richtig, weil Hypixel war für mich, Hypixel habe ich auch gewotet, habe ich auch gesagt, aber, weil er, ich habe gedacht, weil er hat das gerade nämlich auch gemacht, er hat Knechti verkauft, da hast du, glaube ich, noch nicht mitgemacht. So, und dann hat der weitergespielt für eine YouTube-Runde. Und deswegen habe ich jetzt Hypixel gewotet, weil ich nämlich gedacht habe, dass er ihn jetzt trollt. Ich weiß jetzt, weil er tot ist, dass er zumindest da keine Scheiße erzählt hat. Also ich frage jetzt gleich auch nach dem Match, was da los war. Aber einer von den beiden ist es für mich so pretty much gewesen. Und den anderen, und das ist ein Sass, den ich nur geäußert habe, ich habe da keine Beweise für, bist halt du. Weil ich halt auch Lights ist ausgegangen und du bist nach mir hingekommen. Oder gar nicht hingekommen. Hä, was? Ja, das ist der Fakt. Ich muss aber auch nochmal fragen, Du sagtest, du bist mit mir zu Lights gerannt. Ja, du warst mein Lichtkegel drin. Wir standen ineinander. Hast du ihn gesehen? Ich glaube, du kamst aus Laboratory raus. Du bist mir auf jeden Fall von rechts, so ein bisschen rechts über Storage entgegengekommen. Da ging halt das Licht aus und dann bin ich halt auch zurückgelaufen und jetzt standen wir beide über Electrical Lightfix und dann wurde reported. Also es wundert mich jetzt, also pass auf. Und dann wirklich Labor, aber ich bin der Meinung, dass ich alleine richtig gelaufen bin. Ich mach jetzt einfach mal einen Ballsy Call. Wir haben 7 Leute. Wir haben mit Flame und Hypex sehr, sehr sicher jemanden rausgekickt und Pinguin will jetzt hier so einen Freebie mitnehmen, damit er weniger Stress ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war weder von einer von den beiden. Ich glaube, Hypex hat geintet mit dem, was er gesehen hat. Und ich glaube, Hahn springt jetzt hier darauf und votet hier drei. Nee, warte, einer ist ja gestorben. Dann wurde er hier 2 Crewmates raus, nein, die dann schon mal raus sind. Und ich hab da gar keinen Crewmate rausgewotet, ich hab nur Flamex rausgewotet. Ich wollte jetzt auch dich. Flame ist, ich glaube, was ist das jetzt so Plan? Nein. Ich glaube, ist es. Wie gesagt, er war auch da nicht an Lights, das war als einziges an Lights. Ich hab auch jetzt gerade wieder Lights gefixt. Wölfchen? Ja, ich bin mir unschlüssig gewesen. Oh. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Okay. Alter, ich wollte gerade loslaufen. Holy shit. Wo? Unter dem rechten Reaktor. Gut. Quasi. Okay. Also, safe, ja. Also, Moment, stopp. Ich bin. Moment. Moment. Nee, du bist stehen geblieben. Ja, natürlich. Du bist aber auch stehen geblieben. Denk doch mal drüber nach. Wir haben nur einen Imposter drin. So, Nummer 1. Nummer 2. Du hast dich nicht bewegt. Die ganze Zeit nicht. Klein Halbi hat sich erst super spät bewegt, dann ist der Kill gefallen. Ich gucken wollte, ob du ihn tötest. Hä? Also, wir haben nur einen Imposter drinne. Das ist ein Fake-Reaktor gewesen. 100 Pro. So. Es muss einer von denen gewesen sein, oder die haben Giga geintet. So. Nummer 1. Nummer 2. Denk doch mal drüber nach. Ich war jetzt gerade mit dir am Table. Ich war in Lifeline. Der Report kam im Übrigen sofort. Sprich, wir beide können den Kill nicht gemacht haben. Und es ist nur noch ein Imposter drin. Es muss gewesen sein. Ich traue jetzt wirklich Pinguin, weil ich nicht glaube, dass er Imposter war und deswegen vertraue ich ihm. Und ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Humming, du bist da mit mir genauso im Sass wie ich. Einfach weil wir beide am Emergency sind. Überhaupt nicht. Also ganz kurz. Kleiner Albi, wo ist die Leiche? Ja. Wir machen Leiche das jetzt. Die Leiche ist oben. Ich bin der festen Überzeugung, dass keiner von denen bisher Imposter war. Ich glaube, es ist Hahn. Und ich bin an Lifeline! Hallo, hört dir mir jemand zu? Ja, das kann ja auch gut sein. Dein Imposter-Kollege kann doch auch noch jemanden töten. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Pinguin recht hatte, dass Hypex. Wer ist denn dann der andere? Dann bin ich jetzt gespannt. Wer ist der andere? Hau raus. Weil ich habe den Kerl. Chico oder Wölfchen. Punkt. Ja, dann haut mal raus. Also, ich stand zwar oben gerade am rechten Reaktor, aber ich hatte meine Hand drauf. Okay, und die Leiche ist wo nochmal oben? Hilf mir jetzt. Sag mir bitte, wo die Leiche war. Kleiner Abi, wo war die Leiche? Wo war die Leiche? Unten, aber es war die ganze Zeit 1 von 2 und Chico stand am Dings. Dann wollte ich Chico, keine Ahnung. Nee. Nein. Dann wollte ich dein Halbi, so keine Ahnung. Ist mir zu dumm. Das ist so dumm. Das ist so hart. Nein. Ihr dürft mich nicht mal rechtfertigen. Oh, Leute. Oh mein Gott. Chico von Alter, sind die lost! Sind die lost! Ich raste aus. Ich raste so aus, Alter.
Chico, das geht überhaupt nicht. Warum votest du denn nicht? Ich null verstehe, ganz ehrlich, wieso laufen die Crewmates bei solchen Situationen nicht sofort zum Seismic? Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Du bist doch da auch nicht hingelaufen. Ich stand links. Ich stand direkt das links. Das Ding ist, ich hab weggemacht und bin direkt in den Wind gehupft. Rein in die Olga. Rein in die Olga. Da, 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 da. Ja, wo sind wir denn überhaupt? Skelt? Oh Gott. Oliven sind eine der wenigen Sachen, die ich nicht mag. Ja, okay, Alex, glaube ich dir mal, ne? Oh. Ja, du Hot Girl. Ja, die ist schon gerät, das stimmt. Das würde ich so unterstreichen. Blau? Macht Shanti mich jetzt hier weg oder macht Blau Shanti weg? Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Ananas auf Pizza. Ey, wenn ihr wollt, gönnt euch, aber ist nicht so meins. Ich gehe jetzt mal essen. Pizzabrötchen Uwo, gönn dir. Ich liebe dich über alles. Kuss. Ach ja, Chat. Auch wichtige Frage. Aioli oder Kräuterbutter? Ich bin eher Team Aioli. Ihr wisst mir immer sympathischer. Baby One Date, keine Ahnung. Ich bin sowas von bereit. Schwer beides geil. Ich finde auch beides geil, aber ein Ticken geiler Aioli. Ich muss gleich essen. Hä, warum bist du traurig? Essen ist doch an sich eine sehr, sehr geile Sache. Apropos geile Sache. Hallo, it's Shelly. Wie geht's dir, Baby? So. Einer und Rappens, da ist doch gerade was passiert. Da könnt ihr mir nicht erzählen. Da ist jemand schon seit 1000 Jahren... Weapons? Nee. Die war doch noch irgendwo links. Die liegt in Camps. Knechti, Knechti, wo bist du hergekommen? Von Richtung Security, aber ich habe Olli da alleine gelassen. Ich habe Schwarz dort alleine gelassen. Mhm. Und da war noch, irgendjemand war noch da. Irgendjemand war bei dir noch, Schwarz. Dulli? Was weiß? Was ist Aioli? Mia Maus, bist du krank? Ist er wieder weg. Ich war die ganze Zeit Reaktor, weil ich irgendwie nicht mehr klar kam auf den... Also ganz ehrlich, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber es ist asozial, wenn man nicht Aioli kennt. Er stand sehr lange da. Ja, leider. Also ich bin mit mir reingelaufen, hab da mein Reagenzglas... Gönn dir, Nadine, lieb dich. ...quasi kurz reingejoinkt und dann kam mir nicht die von links entgegen. Okay. Ja. Ich finde, wir sollten auch ziemlich holen. Schnell. Shanti, du kleiner Reagenzglas rein, Junker. Hast du mal kurz, also... Ich war mal Knecht, die hat mich sogar gesehen. Beim Reinjoinken? Ah ja. Ich bin froh, dass es die Gläser erwischt hat und nicht mich. Achso, vorher in Edmund, als ich loslaufen bin, stand da, glaube ich, auch noch Paul am Download, oder? Genau, ich stand da. Ja, genau. Ich muss wohl Mia mal aufklären. Also Mia, es gibt die Bienchen und die Blümchen. Was ist denn mit... Und manchmal gibt es die Blümchen. Weiß ich nicht. Es piept die ganze Zeit immer, wenn ich... Und manchmal gibt es die Bienchen. I don't know. Du hörst... Und dann gibt es noch Chantal. Ja, so. Vielleicht ist es Webcam oder sowas? Was? Nein. Er geht auf Dulli? Also ich speichere mit Dulli mal ab als Sass. Ich bin für Chantal. Okay. Warum denkst du, was Dulli für dich Sass? Er war halt da... Ich bin weggegangen und er war halt noch da. Und Husky war noch an Summon Sess. Also, was ist denn Aioli? Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, das ist nur so eine. Wie erzählt man das? Knoblauch und Joghurt und ein paar Gewürze sind. Also, so. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist denn Aioli? Das ist auf jeden Fall so eine. Knoblauch-Mayo. Ist das Knoblauch-Mayo? Boah, keine Ahnung. Also ich kenn's. Aber also, was da drin ist, boah, da bin ich jetzt raus. Aber ich glaube, da ist auch Joghurt drin, oder? Oder ist das wirklich eine Mayonnaise? Ich muss aber echt sagen, ich hatte auch schon fast so dünnflüssiges Aioli. Und ich hatte schon so ein bisschen festeres. Also ich glaube, das kannst du so machen oder kannst du auch so machen. Like this. Oh oh. Shantau, du bist raus. Oh. Shantau ist raus.
Licht ging aus, folgende Situation. Ich habe ich bin rausgegangen aus Security, hab den Vent in Medbay gesehen, hab den Vent in Security gesehen, dann ging Licht an und ich bin reingeguckt und da war Chantau, hat ihn umgebracht. Easy. Was reported? Ja. Wie hast du das schon gemacht? Tja, bin Speedy Gonzales, dein Vater, und du fliegst jetzt, Junge. Nein, Han hat getötet und direkt reported. Nein. Von oben kam. Nein. Ich glaube, es ist wirklich Chantau, weil ja, der Yoink auf die Wiles eben gerade im Medbay, der war zu schnell. Aski hat mich auch vorher gesehen und der. Hä? Also, dann müsste ich. Du läufst da rein und drückst es einfach nur an, ne? Und dann kannst du weglaufen direkt. Ich hab ja, das war aber ein bisschen zu schnell. Warum Chantau den Kill gemacht hat, ist relativ easy. Ich habe mich quasi da hingestellt. Etwas unter Security, also Paul hätte mich auch definitiv gesehen. Dann ging der Vent auf, er konnte mich nicht sehen. Und ja, Paul hat wahrscheinlich auch den Vent gesehen, wollte um sein Leben laufen und dann kam der Report. Und Husky müsste mich so semi-covern können, weil wenn ich den Kill gemacht hätte, hätte er mich jetzt gesusst. Oder Husky? Ach, der kann doch einfach dein zweiter Imposter sein. Ja, was? Das würde auch letzte Runde decken, dass er auch so lange im Reaktor anscheinend war. Nee. So fangen wir jetzt gar nicht an. Du, bist du der Zweite? Nein. Ja. Dann intest du. Also Fakt ist, Chantau ist es 100 Pro. Wenn ihr den jetzt nicht votet, mache ich ein Emergency und dann voten wir trotzdem. Ja. Nein, Junge, warum willst du mich so hart rausvoten, Junge? Nee, vergiss es. Nee, es ist 100%ig ein 1v1. Ich als guter Crewmate, ich bin ein guter Crewmate, ihr könnt mich sogar danach voten. I really don't give a fuck. Ja, ich bin auch ein guter Crewmate, ihr könnt mich auch danach voten. Nein. Nix danach. Chantau fliegt jetzt, wie gesagt, ihr könnt danach. Ich bin euch da sauer, weil ihr versaut mir dann die YouTube-Runde, aber ich find's als Crewmate, der das Spiel ja auch spielt, okay, mich da zu voten. Ja, nur weil du einen schlechten Kill gemacht hast. Nee. Ah! Dulle! Das mit der YouTube-Runde. Dulle. Verneine ich. Han hat gerade diesen Kill gemacht, Leute. Verneine ich. Kick den! Hä? Okay. Dulle ist der Zweite. Ich vote jetzt Dulle. So ein Ding ist satt. Ich halte die Pressure jetzt gerade richtig schön hoch. Das ist mir sowas von egal, immer. Boah, hab ich gerade Bock. Nicole, wenn du mir die YouTube-Runde versaust, fick ich. Wen anderes. Da hätte ich jetzt aber gerade. Also, das wäre jetzt ein bisschen sehr toxisch gewesen, hätte ich das gesagt. Ich lieb dich, Nicole. Huch, da waren die Emotionen aber ein bisschen sehr heftig bei mir, ne? So. Ich setze die Pistole gerne auch auf meine Brust, aber ich würde sagen, es ist Dulle, weil er hat für mich gewotet und er war auch gerade so ein bisschen anti mich. Also ich vote jetzt Dulle. Ich meine gerade der O2, es ist ja kein. Ich, Nicole und ich glaube Husky, wir haben links Reaktor gemacht, also gefixt. Ich war rechts. Ich war jetzt gerade in Navigation. Weil da war mein letzten Task. Achso, nee. Auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Dulle ist. Wie gesagt, ich kann es voll verstehen, wenn mich hier votet, aber ich glaube, es ist Dulle und ich vote jetzt auch. Mann. Ja, ich gönne dir das. Auch wenn das jetzt eine übelste. Nein. Ja, schön. Hast mich voll abgeholt, Han. Nachher ist es Knechtchen und Han. Ja. Das war's. Ende. Im Gelände. Haben wir gewonnen, Han. Jawoll! Jawoll! Nice! Schade. Chantau, war das schnell in der letzten Runde, ne?